Ein fantastischer Kaffeelikör aus Australien und ein ausgezeichneter Rye Whisky aus Deutschland. Das ergibt zusammen die grandiose Old-Fashioned-Variation des Coffeehouse. Und den machen wir gleich in einer neuen Folge von Twists, Riffs und Quickies. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und die Old Fashions gelten ja als die ursprünglichsten Cocktails schlechthin. Dabei sind sie selbst nur eine Variation der Bitter Slings bzw. der Whisky Cocktails. Auf diese folgten dann die Improved Whisky Cocktails, die nicht mehr nur aus Spirituose, Zucker, ein bisschen Wasser und Bitters bestanden, sondern die mit Likören wie Cointreau, Maraschino, Absinth aus Europa. Ja, improved, also verbessert wurden. Und als die Leute zurück wollten zum klassischen Whisky-Cocktail, bestellten sie also einen Cocktail The Old Fashioned Way. Und so nennen wir diese Kategorie heute die Old Fashions. Ein Video zum klassischen Old Fashioned habe ich natürlich auch schon gedreht. Das verlinke ich euch hier oben. Und ja, heute wollen wir eine Variation machen, die also mit einem Kaffeelikör arbeitet. Und da kann man natürlich schon wieder die Frage stellen, ist es also eine Old Fashioned Variante oder ist es ein Improved Whisky-Cocktail? Wie dem auch sei, seinen ersten Auftritt hatte der Coffee House in einem Buch aus den 1930ern namens The Saloon in the Home, finde ich einen sehr schönen Titel, von George Chappell. Und da wird er noch mit echtem Kaffee, also nicht mit einem Likör, gemacht und eins zu eins mit Rye Whisky gemischt. Richie Boccato, eine New Yorker Barlegende aus Bars wie dem Dutch Kills oder dem Fresh Kills, hat dann in den 2010er Jahren diesen Coffee House Cocktail wieder aufgegriffen und hat ihn umgewandelt, ja, eine Old Fashioned Variante, hat statt dem klassischen Kaffee eben einen Kaffeelikör verwendet, hat die Menge reduziert, sodass wir letzten Endes zu einem neuen Mischungsverhältnis kommen und auch zu einem ganz anderen Erleben dieses Drinks. Wir verwenden für unseren Coffee House heute eben diesen australischen Mr. Black Coffee Likör. Das ist ein sehr natürliches Produkt mit weniger Zucker. Ein bisschen mehr darüber habe ich erzählt im Video zum White Russian. Das verlinke ich euch hier. Und ja, wir kombinieren das mit dem deutschen Stork Club Rye Whisky, ein 100%iger Rye, also 100% Roggen Whisky. Das amerikanische Gesetz schreibt für Rye Whiskys 51% Roggen vor. Wie gesagt, hier sind das 100%. Dieses Produkt wird von drei in der deutschen Barszene nicht ganz unbekannten Köpfen hergestellt, die 2016 in Brandenburg eine Brennerei übernommen haben, die in Spreewood Distillers umbenannt haben und dort mit 100% Roggen aus Brandenburg, ja, Rye Whiskys herstellen. Mit dem Foolproof, also dem 55-prozentigen, haben sie mehrere Preise abgeräumt, unter anderem bei den World Whisky Awards den Titel als bester Roggenwhisky der Welt. Der hier mit 45% wird auch der Cocktail Rye genannt, also der Rye Whisky zum Mischen. Lag in drei verschiedenen Fässern, frischen Fässern aus deutscher Eiche, aus amerikanischer Eiche und dann wurden noch andere Fässer beigemischt, unter anderem welche, in denen vorher deutscher Weißwein lag. Hat ganz, ganz schöne leichte Kaffeenoten, ist aber ansonsten ein sehr intensiver Rye und ich denke, der wird für unseren Drink heute ganz fantastisch passen. So, dann legen wir mal los. Der Drink wird im Servierglas gebaut. Wir brauchen unseren Jigger und wir beginnen mit dem Kaffeelikör. Davon brauchen wir eine Dreiviertelunze. Zu unserem Kaffeelikör gesellen sich von unserem Rye Whisky 2 Unzen. Dann geben wir noch Orangenbitters dazu, 2 Dashes. Und ich sagte ja schon, der Mr. Black ist ja, deutlich weniger gesüßt als andere Kaffeeliköre, was sehr schön ist, weil man dann eben den Zuckergehalt selbst bestimmen kann. Und deshalb nehmen wir jetzt noch einen Demerara, also einen braunen Rohrzuckersirup. Davon nehmen wir einen Barlöffel. So, mehr brauchen wir davon nicht. Jetzt mischen wir das Ganze schon mal so ein bisschen durch. Und dann kommt jetzt unser Eis dazu. Habe hier einen schönen großen Eiswürfel vorbereitet, der ins Glas kommt. Jetzt nehmen wir wieder unseren Löffel und rühren unseren Drink mit dem Eiswürfel kalt.
Wir lassen den Löffel an der Glaswand entlang gleiten, rühren so 30 Sekunden oder 70 bis 100 Stirs. Aber der beste Indikator, dass der Drink schön kalt ist, ist, wenn das Glas außen schön kalt ist. So, jetzt ist er schon kalt. Zur Fragestellung, wie man klares Eis herstellt, habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht. Auch das verlinke ich euch hier. Der Coffeehouse kriegt jetzt noch eine Orangenzeste. Nicht nur als Deko, sondern wir brauchen auch die Öle aus der Zeste. Schneiden das mal noch ein bisschen zu, dass es ein bisschen hübscher aussieht. So, kann man innen noch ein bisschen den PIF, nennt sich das, also die, ich glaube Mesocarp ist der in Deutschland verwendete Terminus, also das Weiße so ein bisschen abschneiden und dann drehen wir die Orangenzeste über dem Drink aus, sodass die Öle sich über den über die Oberfläche verteilen. Na, die hätte ehrlich gesagt noch ein bisschen größer sein dürfen, aber es geht gerade. So, dann drehen wir die schön ein, reiben sie nochmal um den Rand. Und dann können wir sie als Deko auf den Drink geben. Ja, ich glaube, so rum ist schöner. Und dann habt ihr hier die Old-Fashioned-Variation, den Coffeehouse. So, jetzt schauen wir mal, wie die beiden, der Australier und der Deutsche, zusammenspielen. Die Kaffeearomen vom Mr. Black und dem Stork Club ergänzen sich wirklich ideal. Die Kraft von einem 100% Rye Whisky, die kommt auf jeden Fall durch. Der Zucker balanciert das aber genau richtig aus. Wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Aromenspiel. Ist eine tolle Kombination. Kann ich euch nur empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich über ein Like, über ein Abo des Kanals und eine Aktivierung der Glocke. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.